Risiken minimieren, Chancen nutzen. Unsere Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Ich dachte, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Eine Debatte, die der Einsicht Rechnung trägt, dass wir im Land und auch in ganz Deutschland einen Wandel des globalen Klimas nicht beeinflussen können. Der Ausbruch des neuen Kalten Krieges macht das linke Kindergarten-Agreement von Paris endgültig zur Farce. Es wird Zeit, der Realität ins Auge zu blicken. Die Debatte, in welchem Umfang die am grünen Tisch ausgedachten teuren Maßnahmen überhaupt tauglich wären, die im Land jetzt über die Bürger kommen, um selbst bei Beteiligung aller Länder den Klimawandel aufzuhalten, die will ich gar nicht führen. Die wäre schon lange überfällig in einem angeblich so meinungsfreien Land. Jedoch ginge das am heutigen Thema vorbei. Was nun Not täte, wäre schleunigst den wohlstandsvernichtenden Green Deal und die stümperhafte Agora-Vetternwirtschaft-Energiewende abzublasen. Stattdessen sollten wir ein Programm für echte Resilienz auflegen. Das ginge vermutlich aber nur ohne die Grünen. Ein paar Fakten. Gerade hat Indien laut UNO-Statistik China als bevölkerungsreichstes Land der Erde überholt. Die Bevölkerung wird trotzdem noch um weitere 20% steigen, bevor sie ab 2080 zurückgeht. 20%, das ist auch ungefähr die durchschnittliche CO2-Emission eines Inders im Vergleich zu einem Chinesen. Erklärtes Ziel Indiens ist es, den Rivalen China wirtschaftlich einzuholen. Gelingt der Nation das, dann wird sich der Energieverbrauch allein in diesem Schwellenland nochmal versechsfachen. Und das passiert ganz sicher nicht nur mit Erneuerbaren. Deshalb hat ja auch der indische Präsident Modi sich sofort auf die frei werdenden russischen Energieträger gestürzt, als wir unseren Eigenboykott beschlossen haben. Der brasilianische Präsident Lula da Silva, dessen wirtschaftliches Rückgrat seit jeher der Ölkonzern Petrobras ist, hat dem uninformierten Kanzler in dieser Beziehung die kalte Schulter gezeigt, als er nach der Beteiligung an einem Klimapakt fragte. Russland setzt weiter auf den Verkauf und die Nutzung fossiler Energieträger. Durch unseren idiotischen Selbstboykott ist es jetzt voll auf Asien als Handelspartner angewiesen. Kürzlich war in russischen Zeitungen zu lesen, dass man froh ist, dass die Nordostpassage, die den Schiffsweg nach Asien sehr verkürzt, nun mehrere Monate pro Jahr frei wird und dass das in Zukunft besser wird, weil es lebenswichtig ist für die Wirtschaft des Landes. Da wird also kein Rubel mehr in Klimaschutz investiert. Es ist aber der größte Emittent in Europa. Also wird auch Europa nicht klimaneutral. Ja, liebe kalte Krieger. Alles hat eben seinen Preis, auch der Kalte Krieg, den Sie wieder entfacht haben. Die Kette der unangenehmen Wahrheiten ließe sich noch beliebig fortsetzen, liebe Tagträumer. Ihre Energiewende kann uns deindustrialisieren, sie kann uns verarmen, sie wird aber eine Welt, deren Bevölkerung nochmal um 2,5 Milliarden wachsen wird, nicht vor den Konsequenzen daraus schützen. Herr Dr. Hellstern, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten nur wenn ich Herrn Zeit Weber übrig. Zu. Am Ende, wenn ich Zeit übrig habe. Jetzt könnte man verzweifeln. Das muss man aber nicht. Die Klimawirkung von CO2 ist physikalisch durch die Absorptionssättigung nach oben sehr gedeckelt. Da passiert nicht mehr viel. Andere Komponenten dagegen werden durch ihre dilettantische Energiewende noch gepusht, wie zum Beispiel Methan, welches dann, wenn massenhaft Wasserstoff in die Atmosphäre kommt, in der Lebensdauer noch verlängert wird und noch schlimmer wird. Ihre Energiewende verschlimmert das Klimaproblem. Sie sind die Anti-Klimapartei. Mit Klimaschutz haben Sie nichts zu tun, aber der wäre, wie gesagt, auch nicht von Aussicht gekrönt. Nicht vergessen darf man bei der Debatte auch, dass ein großer Teil der von Ihnen dem Klimawandel angedichteten Katastrophen andere Gründe hat. So sind zum Beispiel die unregelmäßigen Niederschläge an den Wendekreisen das Ergebnis der Abholzung der äquatorialen Urwälder. Das ist negativ und muss beendet werden, hat aber mit dem Klima und mit der Zusammensetzung der Atmosphäre überhaupt nichts direkt zu tun. Das ist nur indirekt dann eine Konsequenz. Zahlreiche Überschwemmungs- und Flutkatastrophen der jüngeren Geschichte, auch bei uns in Deutschland, sind der überwiegend
fortschreitenden Flächenversiegelung geschuldet. Wie die Niederschlagsdaten, die ja länger zurückreichen, bei uns eindeutig zeigen. Starkregen gab es auch schon früher, nur ist er früher eben besser abgelaufen, weil nicht alles verbaut war und die Böden und die Natur hat das Wasser auch besser aufgenommen und gespeichert und das ist das wahre Problem. Durch das blinde Wüten der Wir haben noch viel Platz-Fraktion geht die Flächenversiegelung und die Umweltbelastung bei uns ja ständig weiter. Sämtliche Versprechen der Regierung Kretschmann, letztes Jahr leider nicht da, der 2011 da eine Beendigung versprochen hat, wurden gebrochen. Sie haben ökologisch in Ihren Regierungsjahren gar nichts erreicht. Der einzige grüne Reflex ist dann, den hart arbeitenden Menschen den Traum vom Häusle zu verweigern. Erst kürzlich wurde in unserer Kommune wieder eine steile bewaldete Hanglage als künftiges Siedlungsgebiet ins Spiel gebracht. Es waren da CDU und Liberale, die die Topografie total ignorieren. Wenn dann nachher bei einem Starkregen das Wasser in der Stadt steht, dann wird es heißen, das war der Klimawandel. Nein, das war nicht der Klimawandel, das war blödsinnige Planung. Massive Flächenversiegelung durch Windkraftfundamente, PV-Freiflächenanlagen sind sicher keine Antwort auf Starkregenereignisse. Sie wollen die Situation ja ständig noch verschlimmern. Alles, was Sie tun, macht alles schlimmer. Das ist doch die Wahrheit. Seit dem Krieg hat die Bevölkerung in Baden-Württemberg um ein Drittel zugenommen. Aber auch das spielt angeblich keine Rolle bei Ihnen. Und das ist alles kein Grund. Und das wird alles durch Migration durch Sie noch forciert. Veränderte Niederschlagsmuster gehören sicher zum Klimawandel. Veränderte Niederschlagsmuster gehören sicher zum Klimawandel. Und es ist geboten, dafür dann auch zusätzliche Rückhaltemöglichkeiten für Wasser zu schaffen. Sowohl auf kommunaler als auch auf privater Ebene wären Zisternen sinnvoll. Unseren Antrag, diese zu fördern, den haben Sie letztes Jahr aber alle abgelehnt. Auch die FDP, die vorher von solchen Sachen gesprochen hat. Das haben Sie alles abgelehnt, obwohl wir das gefordert haben, damit im Prinzip ein ausgeglichenerer Wasserhaushalt zustande kommt. Bei der Stromerzeugung wird die Photovoltaik nun immer wichtiger, aber die hat ein Tag-Nacht-Problem. Da wären zusätzliche Pumpspeicherseen sehr hilfreich. Aber wer aus der Kernkraft aussteigt, der braucht von Klimaschutz sowieso nicht mehr zu reden. Zu erwartende höhere Temperaturen werden die niedrige Lebenserwartung im Land hoffentlich auch in die Höhen hieven, wo sie in Italien und Spanien heute liegen. Das wäre schön für unsere Menschen. Von der Landwirtschaft bis hin zur Einteilung der Arbeitszeit in Außenberufen werden wir uns umstellen müssen. Das ist klar. Für die Natur ist die Klimaänderung ein Problem, vor allem für unsere Wälder. Hier sind nicht nur die sowieso nicht standortgerechten Nachkriegspflanzungen dem Untergang geweiht, sondern wir müssen den Wald umbauen bis in höhere Lagen. Und das ist ein Mammutakt. Das Problem ist aber, dass Waldumbau genau wie andere Anpassungen in der freien Natur umgesetzt werden müssen. Die pseudoökologischen Schreibtischtäter, deren Zahl und Stellen sie ständig vermehren, nutzen da gar nichts. Die erhöhen höchstens den Stromverbrauch in den Büros der Ministerien. Das ist ja eh das Hauptproblem im Land, dass wir theoretisch alles können, aber Arbeitskräfte für die Praxis sind Mangelware. Dies geht aber weit über das Thema Klimawandel hinaus. Das ist das Wesen einer zunehmend autistischen und woken Gesellschaft, die Kommunikativität vor Produktivität setzt. Abschließend will ich zusammenfassen. Der Pariser Vertrag ist obsolet, weil die neue in Blöcke gespaltene Welt nicht mehr unilateral handelt. Unter den zahlreichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist der Klimawandel nur eine von vielen. Und diese Herausforderung darf nicht länger sämtliche Mittel absorbieren. Der Green Deal und die große Transformation Ihres Regierungsprogramms sind nur noch Klötze am Bein, die uns daran hindern, unsere Zukunft zu meistern.
Wir müssen uns unideologisch dem Wandel stellen. Die eingesetzten Maßnahmen müssen technologieoffen, zielführend und wirtschaftlich sinnvoll sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus